Ja, die Ortsfeuerwehr in Süstädt, Heiligenfelde, Bruchhausen, Vilsen und auch Manien sind heute Morgen alarmiert worden zu einem Dachstuhlbrand. Ich bin direkt von meiner Arbeitsstelle hier zum Einsatzort hergefahren. Für mich stellte sich das so dar, dass der Dachstuhl schon im Vollbrand stand und wir an dem Dachstuhl selbst oben nichts mehr retten konnten. Also an den Anbauten im hinteren Teil des Gebäudes befand sich eine Werkstatt. In der Werkstatt befanden sich Gasflaschen, sodass wir da zu Anfang Probleme hatten und auch Bedenken hatten, dass die Gasflaschen hochgehen. Die Qualmwolke, die zog so auch ins Dorf rein. Das zeigt dann doch, wie schnell sich der Brand ausgebreitet hat. Die Tochter, die hatte festgestellt, dass oben Rauch sich gebildet hatte, hatte bei der Mutter angerufen auf der Arbeitsstelle. Die hat gesagt, verlass sofort das Haus, und dann ging das rasend schnell. Ja. Ja, wie wir angetroffen oder wie ich eingetroffen war, waren die Bewohner des Hauses alle raus aus dem Gebäude, standen außerhalb, und die Tiere, Katzen, Hunde waren auch aus dem Gebäude raus, sodass wir da keine Probleme hatten.